Hallo liebe Freunde des gepflegten Science Fiction. Herzlich willkommen, euer Trackpoint hier. Es geht weiter in diesem Video mit der Star Trek offiziellen Raumschiffsammlung. Und zwar mit der 58. Ausgabe, dem taktischen Borg-Kubus. Die Borg, eines der beliebtesten Spezies bei den Star Trek-Fans. Vielleicht sogar die beliebteste überhaupt. Und ich fand sie ja auch schon als Kind damals richtig, richtig cool, als sie bei TNG eingeführt wurden. Sie sind so bedrohlich, so mysteriös und trotzdem sind sie so faszinierend. Und hier, Leute, taktischer Borg-Kubus. Das ist das mächtigste Schiff der Borg überhaupt bis jetzt, das man onscreen sehen konnte. Es ist ja so, wenn man an die Borg denkt, denkt man meistens an das klassische Kubus, was ja am meisten vertreten ist. Ein sehr mächtiges Schiff, ein Schiff, wo man sofort Panik kriegen sollte. Und wir sahen auch später bei Star Trek First Contact zum ersten Mal eine Borg-Sphäre, etwas kleineres Schiff, aber trotzdem was mächtig ist. Auch sehr oft bei Voyager gesehen. Und wir sahen auch zum Beispiel die Borg-Sonde, die relativ schwach ist, sowie auch die Diamantklasse der Borg-Königin. Was aber auch sehr interessant ist, nach dem Auftauchen von Spezies 8472, die ja mehr oder weniger die Borg als konventionell die stärkste Macht abgelöst hat in der Galaxie, sah man auch, dass die Borg wirklich in der Defensive geraten waren und sie konnten nur dank der Hilfe der Voyager ihre Krise überwinden. Und später in Star Trek Voyager, in der Folge Unimatrix Zero, sah man auch dieses Schiff hier. Man kann es also so beurteilen, dass es eine Art Schiff ist, das gegen Spezies 8472 entwickelt wurde. Sprich, das Schiff ist wie ein normaler Kubus, es ist aber nochmal besser gepanzert, hat aber nochmal mehr Feuerkraft und es hat sogar Projektilwaffen, das man auch hier sieht. Das sind so kleine Punkte, die angebracht wurden, so eine Art Rampen. Was auch sehr interessant ist, beim Abschießen sehen sie aus wie Torpedos, sind aber keine klassischen Torpedos in dem Sinne. Nun denn, Typklasse 4, Stapellauf 24. Jahrhundert. Länge 3040 Meter. Schutz, Rumpfpanzerung. Ja, nicht nur, aber die Borg haben auch Schutzschilde. Taktischer Borg-Kubus, Spezifikation. Typ: taktischer Würfel der Klasse 4. Im Einsatz 24. Jahrhundert. Länge 3040 Meter. Besatzung 64.000 geschätzt. Höchstgeschwindigkeit transportfähig. Bewaffnung Strahlenwaffen, Protonengeschosse. Status im Jahr 2377 zerstört. Wohlgemerkt nur ein Schiff. Wir sahen zwar nur ein Schiff davon und ich glaube auch nicht, dass die Borg viele Schiffe von hier produziert haben, aber trotzdem, ich glaube nicht, dass es das einzigste ist. Oder das einzige. So. Und zur Besatzung 64.000? Nein. Sag mal so. 64.000 kann man eigentlich als Rumpfbesatzung ansehen, als Standardbesatzung. Aber es gibt auch Kuben, die haben 129.000 Drohnen gehabt. Und das ist eigentlich das Maximum. Ihr müsst bedenken, das, was man als Besatzung hat, ist ja nicht immer das Maximum an Kapazität. Bestes Beispiel, die Enterprise D der Galaxy-Klasse. Die hat hier über 1.100 Menschen, mit Zivilisten zusammen natürlich. Und sie könnte wirklich das Doppelte und das Dreifache sogar aufnehmen. Aber nun denn. Oh, hier sieht es wieder mal cool aus. So mysteriös, bedrohlich. Wenn ich jetzt, sag ich mal, hier dieses Schiff vorstelle, das kommt an mir vorbeigerast, mit der Musik von Star Trek First Contact. Einfach episch. Taktischer Borg-Kubus. Der taktische Borg-Kubus war das mächtigste aller Borg-Schiffe und die ultimative Zerstörungsmaschine. Auch hier stimmt und stimmt nicht. Jetzt würde ich natürlich fragen, was hat der denn schon wieder für Probleme? Nun denn, ich meine, die Borg sind mächtig. Alles klar? Klar. Ich denke mal, da sind wir alle einer Meinung. Schön und gut. Ein Borg-Kubus ist sehr gefährlich. Siehe Schlacht von Wolf 359. Okay, die Föderation hat sich angepasst. Und trotzdem, die Borg sind immer noch ein sehr mächtiger Gegner. Siehe Star Trek First Contact, Schlacht von Sektor 01. Eine ganze Flotte braucht man, um dieses Schiff down zu kriegen. Das Schiff soll angeblich mächtig sein. Mächtiger als ein Schiff der normalen Kubus-Typs. Ja. Wir haben jetzt hier bei der besagten Episode, wo das Schiff aufgetaucht ist, die USS Voyager. Ist ein Schiff des Intrepid-Typ. Und ich sage auch dazu nichts. Ist ein cooles Schiff, ich mag auch die Voyager. Es hat gute Sensoren, sehr gute Schilde, die von Seven sogar ein bisschen verbessert wurden. Gute Waffen und auch für ihre Größe relativ wendig. Wenn auch nicht so wendig wie die Defiant. Aber Leute, es ist immer noch ein Schiff des Intrepid-Typ.
Und ein Schiff der Galaxy-Klasse hat einfach mehr Punch. Ein Schiff der Sovereign-Klasse ist einfach mächtiger. Und selbst diese Schiffe haben sich schwer getan mit einem normalen Kubus. Und die Voyager ganz alleine schafft das gegen einen taktischen Kubus? Nee, komisch, hab ich nicht. Also, ich habe so meine Probleme mit der Folge. Also, die etwas länger dabei sind, ihr wisst ja, ich bin auch ein Voyager-Fan und ich mag auch Voyager. Aber das war wirklich eine komische Folge. Generell die Borg und Voyager, einerseits habe ich die gefeiert, weil wir so viele Borg gesehen hatten. Wir haben hier zum Beispiel Unimatrix 01 gesehen, die Heimatwelt oder Heimatstation. Wir haben jetzt hier dieses Schiff hier gesehen, auch coole Sache. Wir haben Diamantklasse der Borgkönigin gesehen, auch cool. Aber manchmal war das doch ein bisschen too much. Und später bei Star Trek Voyager haben auch die Borg ihren Numbus als unbesiegbar verloren. Ich meine, 8472 kommt hin und scheuert ihn eine, aber so richtig. Und dann kommt dieser Bürgerkrieg, den man bei Unimatrix Zero sah. Die Borg werden zusätzlich geschwächt. Reicht das aus? Natürlich nicht. Dann kommt noch die Episode, das Endspiel. Mit Transphasentorpedos. Und die Borg kriegen nochmal eins auf die kybernetischen Eier. Aber so richtig. Sie verlieren nicht nur einige Schiffe, sie verlieren ihren Transwarp-Kanal. Eines, sie haben zwar 5 weitere theoretisch, sie haben ja 6 Stück davon. Und man sieht auch ihre Heimatwelt zerstört. Man hat so vieles richtig gemacht mit dem Borg bei Star Trek Voyager und auch so vieles schlecht gemacht. Und das war mitunter auch einer der schlechteren. Aber nun denn. Datenstrom. Alle Borgtoren waren in eine Schwarmintelligenz oder auch Kollektivbewusstsein verbunden. Ganz gleich, wie weit sie voneinander entfernt waren. Jedes Borgschiff besaß ein Vinculum, das die Borgdrohnen an Bord kontrollierten. Der zentrale Plexus stellte die Verbindung zwischen allen Schiffen des Kollektivs her. Und das ist korrekt. Man kann also damit ungefähr vergleichen, wie es gibt ja die Möglichkeit, dass ihr einen anderen PC kontrolliert. Ihr sagt in Stadt A und 400 Kilometer ist weiter Stadt B ein anderer PC und ihr könnt das miteinander verbinden. Dann könnt ihr im Prinzip alles drauf zugreifen. Das ist nichts Besonderes. Hier unten, der taktische Borg-Kubus behielt die klassische Würfelform bei, verfügte aber über eine verstärkte Rumpfpanzerung, die den größten Teil des Schiffs bedeckte. Die Bereiche des Rumpfs, die nicht von der Panzerung bedeckt waren, zeigten das bekannte grünliche Glühen der von den Borg verwendeten Energietechnologie. So cool ich das Schiff auch optisch finde, und das ist übrigens mein Lieblings-Borg-Schiff, also von der Optik her, muss ich sagen, ich hätte es komplett in der Farbe gemacht. Weil es ist immer noch unlogisch, dass es zwar eine Art Sonderpanzerung und dass man hier diese Öffnung hat, so große Flächen, das, ich weiß nicht. Also ich hätte es komplett gemacht. Und ich habe auch früher zum Beispiel sehr oft PC gezockt und ich mag auch Strategiespiele. Da gab es zum Beispiel Star Trek Armada 1 und 2 und bei Star Trek Armada 2 konnte man sogar auch taktischen Borg-Kubus spielen und es gab sogar die coole Möglichkeit, die Schiffe miteinander zu fusionieren. Ist jetzt nichts Kanonisches, was ausgedachtes. In Universe gibt es so etwas nicht, aber coole Sache. Und da konntest du damit durchrushen. Ja, das war schön. Ach, die gute Zeit. Und das ist das, was ich meine. Die Voyager greift ein Biest an. Taktischer Kubus wird angegriffen von einem Schiff des Intrepid-Typ. Also, Sevens verbesserte Schilder hin und her. Nee, also, ehrlich gesagt, wäre ich verantwortlicher gewesen bei Star Trek und hätte ich so ein Drehbuch bekommen, hätte ich gesagt, schreib die Szene ein bisschen um. Oder was weiß ich, mach aus diesem Schiff eine Sphäre oder so. Wobei selbst die Borg-Sphäre, die ist auch recht mächtig. Man darf nicht vergessen, die Borg werden zwar bei Star Trek First Contact mit nur ein paar Torpedos zerstört, Quantentorpedos der Enterprise E, aber es wurde auch irgendwo im Hintergrund, habe ich mal gelesen, gesagt, dass die Borg das mit Absicht gemacht haben, um sich rüber zu beamen. Aber das sieht man auch zum Teil auch öfters mal bei Star Trek Voyager, wenn die Voyager und auch später gegen Ende eine ganze Flotte der Sternflotte auf einen Borg-Sphäre treffen, sieht man, dass sie auch richtig gefährlich sein kann. So eine Sphäre allein hat 11.000 Drohnen, soweit ich weiß, und die Kuben haben zwischen 64.000 und 129.000. Und das ist auch ein weiteres Problem, was ich ja schon in älteren Videos nannte. Die von euch, die etwas länger dabei sind, die werden es wissen. Für die, die zum ersten Mal hier einschalten. Hier wurde B'Elanna, Tuvok und Janeway assimiliert. Und was passiert nochmal, wenn du assimiliert wirst? Nicht jede Drohne, aber es gibt nun mal viele Drohnen, die bekommen ein Okular. Oder deren Arm wird amputiert. Und unserer Crew passiert gar nichts. Die bekommen so ein Serum, dass sie nicht komplett zu Zombie-Drohnen werden. Aber nichtsdestotrotz, also, was das Problem ist, noch zusätzlich, nachdem sie wieder normal sind, wird darauf gar nicht eingegangen. Also Picard musste jahrelang darunter leiden. Bekam Albträume,
Also nicht nur körperlich hat er Probleme gehabt, sondern auch erst recht seelisch. Und Janeway, Belana und Tuvok, für die war das einfach nur ein Tag im Büro, ne? Bock, wie gesagt, ich finde die cool. Bei Star Trek Voyager hat man vieles richtig gemacht, aber auch viel falsch gemacht. Naja. Datenstrom. Und in Matrix Zero war eine idyllische virtuelle Welt, die von Borg-Drohnen mit einem rezessiven Gendefekt erschaffen worden waren. Diese Mutation ermöglichte es ihnen, die Erinnerung an früheren Leben zu bewahren, während sie sich ihren Alkoven regenerierten. Als die Borg-Königin von der abtrünnigen Borg erfuhr, versuchte sie, diese zu zerstören. Ein Abtrünniger namens Axum rief Seven of Nine zurück in Unimatrix Zero, da er hoffte, sie könne ihm helfen, seine Welt zu retten. Ja, mit Unimatrix Zero habe ich an sich keine so großen Probleme per se, aber generell, wie sie dargestellt wurden, nee, also es ist nicht meine Lieblings-Borg-Folge. Das ist immer noch bei Star Trek Voyager Skorpion, wo Seven of Nine auftaucht. Und selbst das ungewisse Dunkel ist auch noch in Ordnung. Gefährlicher Plan. Die USS Voyager versuchte, einen taktischen Borg-Kubus frontal anzugreifen, um teilweise assimilierten Janeway, Tuvok und Torres eine Möglichkeit zu geben, an Bord des Kubus zu beamen. Dies war eine ihrer gefährlichsten Missionen. Die Voyager konzentrierte ihre Feuer auf die sekundäre Ermittler des unteren Würfelachse. Ja, dadurch konnten sie sich erst durchbeamen. Aber komplett penetriert haben sie die Schilde nicht. Der Delta Flyer konnte sich darauf dem Würfel nähern und das Außenteam durch die Beschädigung der Schilde beamen. Direkt nach dem erfolgreichen Beamvorgang wurde der Delta Flyer von den Borg-Projektilen zerstört. Das Außenteam war jedoch schon an Bord des Borg-Kubus und konnte den Nanovirus im zentralen Plexus des Würfels einschleusen. Ja, man sah auch zwei Delta Flyer. Einmal der hier, der wurde zerstört bei Unimatrix Zero. Und dann sah man einen zweiten, der optisch 1 zu 1 das gleiche war von äußeren, aber im Inneren sah sie ein bisschen anders aus. Und hier sieht man auch ein Borg-Projektil. Es ist ähnlich wie ein Photon-Torpedo, nur ein bisschen dicker. Man muss schon wirklich zweimal hingucken, um das zu merken. Hier weiter Datenstrom. Eine Borg-Sphäre half bei der Rettung von Captain Janeway, Torres und Tuvok. Sie standen unter dem Kommando von Korok, einem Klingon, der dank seiner genetischen Mutation Mitglied von Unimatrix Zero war. Die Sphäre konzentrierte ihr Feuer auf die Schilde des Würfels im Unternetz 42 und konnte sie genügend destabilisieren, um das Außenteam in Sicherheit zu beamen. Das war auch eine weitere Fortsetzung des Kampfes, sprich eine Sphäre, die unter dem Kommando der Borg-Drohnen war. Und die Voyager kämpften gegen dieses Schiff, hätten aber trotzdem keine Chance gehabt. Nun, zum Ende hin sah man ja auch, dass die Borg-Königin selber das hier zerstört hat. Hier interessant, Strahlenermittler, was man ja kennt. Hier die Panzerung. Und hier, Leute, Projektilwerfer. Das sind so kleine Erhebungen, so kleine Rampen. Extrem robust. Nach seiner stark dezentralisierten Struktur blieb ein Borgwürfel vermutlich noch voll funktionsfähig, wenn 78% seiner Systeme zerstört waren. Das hörte man auch bei Star Trek TNG sehr gut, dass die Borgschiffe sehr robust sind. Würfelname. Der taktische Borgkubus, auf den die Voyager traf, bezeichnete die Borgkönigin als taktischen Kubus 138. Also gab es noch mindestens 137 weitere taktische Kuben. Seven of Nine nannte ihn taktischen Kubus der Klasse 4. Ja, aber Seven hat das auch nicht vorher gewusst, weil als Seven noch eine Borgdrohne war, gab es diese Schiffsklasse noch nicht, soweit bekannt. Und später erst, denke ich mal, als im ungewissen Dunkel nochmal Seven of Nine zum Teilmitglied des Kollektivs wurde, denke mal, sie hatte auch lange Zeit bei einem Borg verbracht und da hat sie darüber erfahren. Aber dass es weitere 137 Schiffe dieser Klasse gibt, das kann man jetzt hineininterpretieren, glaube ich aber eher weniger. Ich glaube nicht, dass die Borg viele diese Schiffe gebaut haben. Man sah nämlich sie nicht sehr oft, auch später nicht. Ich glaube schon, dass es nicht viele davon gibt. Und dass es 137 andere seien. Nun, es könnte aber auch sein, dass es auch 137 andere Kuben gab. Und was weiß ich, von diesen 137 sind vielleicht 4 oder 5 taktische Kuben. Das ist, ich denke, ein bisschen so falsch interpretiert oder hineininterpretiert. Kann man denken, wie man will. Drohnenbesatzung. Die Drohnenanzahl an Bord eines Würfels variierte stark. Einige Würfel haben eine Besatzung von nur 5000 Drohnen, andere bis zu 64.000. Auf dem Borgwürfel, der Seven of Nines Eltern assimiliert hatte, gab es vermutlich bis zu 129.000 Drohnen. Ja, also man kann schon sagen, Standard ist 64.000. Bis 129.000 geht das, plus mehr sogar noch. Und 5000 ist schon wirklich absoluter Minimum. Da frage ich mich gerade, wann wurde 5000
Drohnen genannt bei einem Kobus. Ich meine, es könnte sein, als die Voyager auf die Kinder trifft, auf die Bock-Kinder, auf Icheb und Co. Das könnte sein, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Das Design des taktischen Borg-Kubus. Wie kann man einen Borg-Würfel noch gefährlich aussehen lassen? Designer Doc Drexler entschied sich für eine kugelsichere Weste. Wie gesagt, also ich hätte es lieber komplett zugesehen, statt diese offenen Räume. Aber es ist interessant. Okay, das hat man sogar später übernommen. Borg-Pyramide bei Star Trek Armada 1 und 2 war das. Das war so ein Kolonieschiff. Ist natürlich auch nicht offiziell, ist nicht kanonisch. Aber sieht man interessante Konzepte. Und das sieht sogar aus wie ein taktischer Fusionskubus. Das heißt, du konntest damals bei Star Trek Armada 2 die Borg-Kuben miteinander verbinden. 8 Kuben ergab dann ein Schiff. Die Entwicklung der Borg. Die Borg waren Anfang an extrem beliebt. Den Autoren waren aber klar, dass sie mehr sein mussten als simple Zerstörungsmaschinen, damit die Faszination erhalten bleiben konnte. Ja, indem du sie eben seltener zeigst, aber indem du sie gefühlt jede zweite Folge bei Star Trek Voyager zeigst, nimmst du diese Mythos weg von den Borg. Wie gesagt, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Aber ich fand die Borg wirklich immer cool. Hier sieht man aber auch, die Borg bei TNG sahen ein bisschen anders aus als später bei Star Trek First Contact und bei Voyager. Nun, Out-Universe kann man sagen, ist ja klar, man hat bei TNG weniger Geld gehabt als bei Star Trek First Contact. Und dann, als man die erschuf, hat man hier natürlich die Möglichkeit gehabt, Teile des Sets weiter zu übernehmen bei Star Trek Voyager. Es ergibt aber auch In-Universe Sinn, weil die Borg sind ja Tuning-Freaks. Das heißt, desto mehr sie assimilieren, desto mehr Wissen haben sie. Und so ändert sich natürlich die Optik der Borg, sprich ihren Schiffe. Bei TNG sahen die anders aus als bei Star Trek Voyager. Also es ist kein Kanonverstoß. Ah, das sieht auch cool aus. Mysteriös, dieses Glühen. Ich mag das Schiff. Wissenswertes. Kurz vor den Dreharbeiten zu Pneumatic Zero brach sich Jerry Ryan ein Bein. Produktionsdesigner Richard James musste das berücksichtigen, als er die Kulisse eines Dschungels entwarf. Er sagte, die Gebüsche mussten relativ hoch sein, um Jerrys gebrochenen Bein zu verbergen. Alle Wege mussten aber eben sein. Regisseur Alan Croiker, übrigens auch ein Star Trek-Veteran, fügte hinzu, wir benutzten jeden Trick, um Jerry zum Laufen zu bringen. Eine Szene war eine Steadicam-Sequenz, in der Seven of Nine durch den Dschungel geht. Sie musste eine Krücke benutzen, aber wir haben es geschafft, sie zu verstecken. Das habe ich nicht gemerkt. Interessant. Hier in der Mitte, ein abgetrennten Borg-Kopf aus Pneumatic Zero war ein Abguss von Brent Spiners Kopf. Dieser Requisit wurde zuvor schon in Star Trek The Next Generation als Datas Kopf verwendet. Ja, das stimmt. Und hier, Mark Darkins spielt in Pneumatic Zero die Rolle des Exum. In Star Trek Der Aufstand hatte er bereits den Baku Tornell und in Star Trek Voyager Episode Das Tötungsspiel den Hirogenjäger Turanj dargestellt. Okay, das wusste ich zum Beispiel jetzt nicht. Und in der zukünftigen Ausgabe haben wir ein zukünftiges Schiff. Ausgabe 59, die USS Relativity. Darauf freue ich mich auf jeden Fall auch sehr. Hier haben wir unseren CGI und jetzt geht's ans Modell. Hier haben wir unseren taktischen Kubus. Und ich sag nur, es sieht cool aus. Es sieht cool aus. Also, das gefällt mir. Diese ganzen Relais in Schwarz, in diesem gräulichen, dann diese Panzerung mit Mustern, Aztec-Pattern-mäßig. Sieht richtig cool aus. Es ist sehr leicht vergleichsweise. Auch wenn es massiv aussieht. Tja, und wo ist oben und wo ist unten, kann ich euch nicht sagen. Oder besser, das ist unten, das ist zwar die Seiten, also oben und unten hier, aber nicht die Seiten, kann ich euch nicht sagen. Ob es jetzt hier die vordere Seite ist oder diese Seite. Wobei, hier ändert sich das auch. Ne, hier das Silberne. Aber nochmal. Da hat man auch diese Seite mit diesem Öffnung hier. Hat man hier nochmal. Und unten, mit drei Flächen, die leer sind, haben wir auch hier. Okay. Okay. Tja, also es gibt jetzt hier keine klassischen Wölbungen in dem Sinne. Klassische Oberflächen, die sich ändern.
Aber nichtsdestotrotz, obwohl die Form recht simpel ist, sieht das Schiff trotzdem cool aus. Diesen ganzen Relais. Klar, dass man das grüne Glühen nicht hier rüberbringen konnte. Bisschen schade, ich hätte schon ein paar kleinere Grundelemente gemalt. Aber ich finde es recht nett gemacht, wirklich. Und die Borg-Projektile sieht man auch hier. Moment. Es geht ein bisschen unter. Also hier. Hier mal ein bisschen seitlich, dann könnt ihr das besser merken. Diese kleine Ebung hier, das ist ein Borg-Projektil, wo das abgeschossen wird. Hätte man ein bisschen weiter zeigen können. Es ist ein bisschen versteckt hier, hier. Da fehlt aber Projektil weiter oben. Ich glaube, ich habe einen Fehler entdeckt. Weil normalerweise müssten da mehrere Projektile sein. Wir haben jetzt nur hier ein Projektil, Abschussrampe. Unten nicht. Ich habe da einen Fehler entdeckt. Weil, Leute, ich höre mal kurz unser Heft dazu. Was haben wir denn hier so Schönes? 1, 2, 3, 4, 5. Moment. Ich mache das mal so. Genau, passt das? Hier mit der Ausbuchtung. Ja, kommt hin. So. Aber, was haben wir hier? Eins. Was ist hiermit? Was ist hiermit? Nada. Hier mal eins. Also hier eins und zwei. Man hat im Prinzip nur das hier gezeigt und das hier. Leute, Igemos, was macht ihr hier mit mir? Ihr könnt doch nicht solche kleineren Details vergessen. Hätte es euch wirklich ein paar Cent mehr gekostet, hättet ihr das hier auch abgebildet. Ich glaube noch nicht mal. Von der Gussform her hätte es auch nicht mal mehr Wert gegeben. Oder mehr Kosten, sage ich mal. Ich meine, dass du dieses Glühen nicht rausbringen kannst oder zeigen kannst, selbst das hätte man machen können, weil beim Borg-Sphäre, zeige ich euch auch übrigens gleich, eine kleine Flagge-Flotte, sage ich mal. Hat man das gemacht, hätte man hier minimal anmalen können. Nicht viel, wirklich nur minimal. Hat man hier nicht gemacht. Und schade. Es ist simpel, es ist aber trotzdem cool. Und dass man hier das nicht rübergebracht hat, finde ich schade. Und hier haben wir unseren Stand, Borg Tactical Cube. Mit einem recht ungewöhnlichen, was man jetzt nicht sehr oft sieht in den Ausgaben. Ergibt aber hier zumindest teilweise Sinn. Weil man hat hier im Prinzip unser Schiff hier. Wird einfach nur hier reingeschoben. Ja. Ja. Komisch, soll das. Aber steht ja nicht so kopfüber. Oder Zeitschrift müsste ja eigentlich so stehen. Jetzt hält er ihn fest. Gut. Naja. Entschuldigung, Leute. Es ist ein bisschen hinter der Kamera recht fummelig. Es ist wirklich nicht einfach hinter der Kamera. Naja. Also. So. Ich habe hier unseren taktischen Fusionskubus. Unsere Zeitschrift. Und ich habe euch sogar Baseball mitgebracht. Und der ist massiv. Nein, das ist unsere Borg-Sphäre. Die Ausgabe verlinke ich euch natürlich auch gerne oben, wenn ihr auf die komplette Ausgabe neugierig seid. Und hier sieht man auch die Oberflächenstrukturen, die man auch hier eingezeigt hat zum Teil. Aber dieses grüne Glühen, hat man das ideal gelöst? Nicht wirklich. Hätte man aber minimal hier noch mit einzeichnen können. Aber ich muss sagen, das ist wirklich sehr schwer. Also das Schwerste vielleicht überhaupt, was ich an den Modellen habe. Damit kann man wirklich jemanden verletzen, wenn man vor den Kopf wirft. Was ich ein bisschen hier kacke fand, ist, dass man hier wirklich diese Öffnung hat. Man hätte nur eins brauchen können. Nee, nee. Doch was kann ich zum Abschluss sagen? Nun, mit der Zeitschrift bin ich zufrieden. Coole CGI-Fotos. Recht informativ. Stand ist okay. Ist okay. Ich persönlich hätte vielleicht noch hier weitere Verbindungspunkte genommen, Haltebereiche,
der nicht hier stabil ist, der könnte durchrushen. Der wird zwar nach links und nach rechts festgehalten, aber nicht nach vorne. Es ist mittelmäßig. Es ist okay, hätte man anders machen können. Ja, auf jeden Fall. Modell an sich von der Weiten sieht cool aus, aber da fehlen mir zu viele Details. Und ich hätte gern hier noch mehr Details gesehen. Nichtsdestotrotz, ich denke mal, hier eine solide 2 zu geben, ist in Ordnung, weil einfach das Schiff episch ist und überhaupt diese Aztec-Pattern, was man hier hat, drumherum, cool aussieht und es wirkt auch wertig aus, obwohl es wirklich nur komplett aus Plastik besteht und hier kein Metallelemente gibt. Anders als hier bei der Boxwege zum Beispiel. Jedoch Leute, was denkt ihr? Findet ihr das Modell auch cool oder nicht cool? Und vor allem, was ist euer Lieblingsborgschiff? Schreibt das nochmal in den Kommentaren. Also meint es der taktische Kubus. Ich hoffe, dass euch diese Ausgabe Spaß gemacht hat. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like von euch freuen. Und natürlich, wenn ihr zum ersten Mal hier seid, neu seid, über ein Abo. Und aktiviert auch dabei die Glocke, damit ihr in Zukunft keine weiteren interessanten Videos mehr verpasst. Ich sage bis zum nächsten Video. Passt auf euch auf. Lebt lang und erfolgreich.